Guten Morgen, herzlich willkommen an dem Webinar zum Thema Teletravail. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich gesehen das nicht. Am Anfang können ich ein kurzes Programm für. Okay. Am Anfang stellen Sie denke kurz als Service für den Service E-Hand für und da gehen Sie auch direkt fort und den Tom Hermes weiter, der Ihnen dann erklärt, wie ihr in Ihrem Betrieb Teletravail umsetzen könnt. Und zum Schluss so dann noch Zeit, Fragen zu stellen. Also, wir sind das Service E-Hand für. Wir haben drei Hauptaufgaben. Das erste ist, wir gehen an Betrieber selber für die Beratung auf der Platz zu machen. Wir organisieren auch ganz viele Webinare und Workshops, die sind ja auch heute an einem davon. Und da schreiben wir Artikel über verschiedene Informationen zu der Digitalisation. Bringen auch ganz viele Informationsbilder, Broschüre für. Die fand auch alle gut noch bei dem Site www.id.lu/ehandwerk. Wie gesagt, gehen wir als Anbetrieber, wie gesagt, das ganz aus. Das heißt, wir kommen bei euch an den Betrieb und gucken ein bisschen, was ihr schon an der Digitalisierung macht und was ihr noch machen könnt. Und erklären euch dann auch die verschiedenen finanziellen Hilfen, die ihr da können kriegt. Und gegebenenfalls können wir auch Partner von uns weiterleiten, die uns mit ihren Projekten helfen können. Das Ganze dauert normalerweise ungefähr eine Stunde und das also kommt kein zusätzliches Kosten für mich zu, weil das schon durch die Kotisation gedeckt. Dann organisieren wir, wie gesagt, auch Workshops und auch Konferenzen. Im Moment sind halt ziemlich viele Webinare, dass man immer den Kontinent sehen. Das heißt, 2 Wochen haben wir noch ein Thema Cyber Security am Teletravail. Dann die Woche danach haben wir über elektronische Rechnungen, wie ihr die an eurem Betrieb umsetzen könnt. Dann haben wir über IT-Tools. Und Anfang Juli haben wir noch ein Kaya in Tour de Handwerk, wo wir eine Chance geben, mal da in Data Center besichtigen zu gehen. Das heißt, wenn ihr interessiert seid, dass mein Kaya schon in den Betrieb kommen, dann könnt ihr euch als gerne kontaktieren, heißen ein Kaya Donien. Wir schicken dir auch noch Informationen per E-Mail, du kannst auch noch ein KS Donner fahren. Da gebe ich auch direkt schon fort weiter und dann Tom gehen. Dein Ton ist nicht und Tom. Ich meine, geht besser. Ja, guten Morgen, guten Mittag. Tom Hermes ist mein Name. Ich helfe kleinen Unternehmen bei Projekten, Planen und Umsetzen eigentlich bis zum Schluss. Und beim Lösen von Problemen, sagen wir mal. Ich insgesamt für zu gucken, intern organisatorische Probleme oder Digitalisierungsprobleme, die am Kader von diesen Projekten eben kommen. Ich schwätze viel für Probleme, das ist auch der Grund, weshalb ich meine Firma kein Problem genannt habe. Ich glaube, kein Problem.lu können da mehr Informationen zu mir fangen. Haut als Ziel aber, Teletravail schwätzen. Normalerweise müsste da lo mein Bild gesehen. Hoffentlich lo mal einfach. Wenn nicht, dann melde ich Kamera ganz bestimmt gleich. Ja, das ist das Ziel, für zu gucken, wie man Teletravail bei euch oder wie Teletravail bei euch kann Sinn machen. Und auch am Handwerk selber und auch nur Corona. Ich meine, Lohn hat natürlich eine Zeit, wo ich präsentiere, oh, man muss gucken, Kontakte so viel wie möglich zu reduzieren, zu probieren, nicht unbedingt auf dem Sitz sitzen. Und dafür greift man auf Teletravail zurück. Oder Homeoffice, das ist nämlich just unterschiedlich wieder dafür. Es gibt aber 4 Dinge vom Teletravail, denen es auch noch der Zeit von Corona eigentlich den kann nutzen. Und darüber gehen wir eben noch im Detail weiter an. Für dich eben 4 Dinge, Nachteile vom Homeoffice. Du noch wollte ich ein bisschen auf das Leadership angehen, natürlich eigentlich ob ich an dem Kader, wie steht dir als Chef d'Entreprise vis-à-vis von eurem Mitarbeiter do zum Thema Homeoffice, wie muss dir ich aufstellen, für dass das gut funktioniert? Dann die Organisation von der ganzen Sache, wie man das am besten organisieren, dass es funktioniert. Und dann zu guter Letzt auch die ein oder andere Tools. Software, Logiziellen, die das ganz möglich machen oder mir einfach.
Wenn wir vom Direktor ganz klaren Vierteil vom Homeoffice als den Gewinn von Zeit. Zeit und Produktivität geht rob, wenn dir sinnvoll oder richtig den Homeoffice macht. Ich denke, das ist ganz klar, den Arbeitsweg wird gespürt, für den Arbeitsweg, dass ich brauche nicht mehr auf den Arbeitsweg zu kommen. Und es kann in ungefähr davon ausgehen, dass die Zeit, die man da dadurch erspüren, dass sie und die Unterprise gehen. Das heißt, tauschen von der Zeit, diese abbringen, quasi mehr schaffen an dem Sinn. Ein ganz wichtiger Punkt bei der ganzen Sache ist eben auch die ganze Konzentration. Es kann eben, wenn du daheim hast, am Optimalfall natürlich, wenn das ganz alles so funktioniert, wie es soll, kann ich mehr konzentriert schaffen, dann tut ich meine Auflenkung. Auflenkung von einem Mann, habe ich da den B-Moll Racken dann rein kurz vorstellt, von einem Telefon, den er hier schaltet oder durchschaltet, den eigentlich nicht für ihn gedurcht war, von hier kannst du mal sehen, hier oder kannst du mal sehen, da, alles das fällt viel mehr weg. Und das möchte ich eigentlich, dass ich viel mehr konzentriert, aber mit viel mehr Auflenkung kann schaffen und dadurch auch eine bessere Balance kann an den Tag quasi drehen, wo du heim hast und dadurch eine gewisse Entspannung bei kann kreieren und wird dann natürlich ganz klar dazu beiträgt, dass ich mehr motiviert ist und mehr produktiv schafft. Das ist, also wie gesagt, Zeit und Produktivität ganz klare Vierteil vom Homeoffice und auch ein deutlicher Grund, für was es Sinn macht, für verschiedene Taschen, die Leute ruhig auch in der Woche zum Beispiel von daheim schaffen zu lassen, auch in Zukunft, wenn vielleicht Thema Corona machen. Ein anderer wichtiger oder interessanter Punkt, ob es so wichtig ist, das hängt in einer Branche da oder nicht. Am Moment als Homeoffice nach etwas, was zu einem positiven Image vom Patron beiträgt, das noch nicht so, dass das überall ankommen muss und dass das überall möchte. Das heißt, wenn dir Homeoffice proposiert, für einmal, da habe ich da, dann kann das zum einen ein Plus sein für Leute umzuziehen bei euch an der Unternehmen, die so ein da kann ich Homeoffice machen, das ist für mich aber wirklich etwas, was ein Plus-Value bringt. Oder aber auch, könnt ihr ein ganz innovatives Bild nach draußen gehen. Und ihr könnt dabei draußen so, ja, weil wir sind zum Teil am Homeoffice organisiert, unsere Organisation funktioniert so gut, dass das keine Schwierigkeit, dass das auch vis-à-vis von ihren Klienten, als das natürliche Bild, was von Modernität kann zeugen, was positiv aus der draußen geht. Bei der ganzen Geschichte natürlich auch Bedenken. Also war mein Ziel, mit dem heutigen Slide mal einfach zu gucken, was sind die verschiedenen Bedenken, die Patronen haben am Thema Homeoffice. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, wo ihr könnt vorstellen, wo ihr eher Bedenken gerne könnt erwähnen. Schön, die heute aber schon mal für weg, vielleicht dass den einen anderen schon von eher Bedenken dabei. Meine Produktivität. Es sind viele Leute, die fährten, dass wenn hier Leute, wenn hier Mann habe ich davon daheim schaffen, dass sie dann Mann schaffen. Respektiv, dass sie dann nichts machen oder, ja, ich weiß nicht, den ganzen Tag mit Wäsche machen, eine Kache verbringen, aber nicht unbedingt das, was sie sollen. Das ist so, ganz klar, für darüber zu antworten, durch den Teletravail und dadurch, dass der Mann ich dann nicht mehr bei euch da bannen ist, die Idee ich von am Teletravail aus, geht es für euch mehr wichtig zu müssen oder zu gucken, was er genau möchte. Es ist viel mehr einfach für einen Mann, ich da, den an der Firma aus, so mal zu machen, wie wann er ging, ganz viel schaffen, aber wirklich geht es nur relativ viel Zeit mit Neist verbringen, wie wann er daheim ist. Wenn er daheim ist, und er möchte Neist, dann muss auch Neist dabei rauskommen. Dann wird er auch mal nicht gesehen, was in die Zeit gemacht wird. Das heißt, wenn er ganz klar guckt, die Resultate zu müssen, die er mal da soll bringen, wenn sie daheim sind, dann ist das viel mehr einfach, sonst mal für euch, für das sinnvoll hinzukriegen, wie wenn das Leute so gut, dann wenn sie nämlich da sind, dann sind einfach zu sagen, oh, hey, ja, ich habe die ganze Nacht durch, ich habe die ganze Nacht viel gemacht, und das Resultat muss ich aber nicht unbedingt stehen.
Bedenken als effektiv, dass die Leute sich eventuell nicht mehr so mit der Firma identifiziert kriegen. Wenn sie daheim sind, dass sie nicht mehr können unbedingt handeln der Firma, weil sie gut nicht wissen, was die Firma als solches ist. Ganz klar, das ist ein Problem. Das ist aber ein Problem, wenn ich wirklich zu 100% am Teletrabau ist. Ich sage mal ein Beispiel für Unternehmen, wo Informatiker wirklich am Ausland sitzen haben, die mit dem Monsieur von der Firma wirklich nicht viel zu tun haben. Für die ist es viel mehr schwer, sich mit der Kultur oder mit der Unternehmen aus sich zurechtzufinden. An einer Situation oder am Handwerk insgesamt, gibt keine Möglichkeit zu 100% am Homeoffice zu bleiben. Probiert immer den einen oder anderen Tag Gipfereien zu summen und Büro zu holen, zumindest nur Corona, dass da das Equipe leben oder das Zusammen sind, aber noch könnt machen, natürlich auch davon profitieren, aber gleichzeitig von den Vorteilen vom Homeoffice profitieren. Eine andere Frage, die regelmäßig abkommt, ist, ja, nicht den Donner verloren Homeoffice schicken, da kommen andere bei mir so, ja, mir das ist aber unfair, weil sie können das dann nicht machen. So gibt es verschiedene Wollen davon. Ich meine, das ist ganz klar, dass ein, den um Camion soll fuhren, aus dem sein Job da ist, um Camion zu fuhren, dass den nicht kann, als dem Homeoffice man kann. Nach nicht autonom Camion ferngesteuert und so weiter, vielleicht könnte denken, heute kann ein Kamionschauffeur leider noch nicht am Teletrabau schaffen. Das ist so, das heißt aber nicht, dass von dir ein Kamionschauffeur hat, dass du für eure Kontabel nicht in der Woche kann du hinbleiben. Ich meine, es gehen unterschiedlich Taschen, es gehen unterschiedlich Arbeiten und durch die Kommunikation muss da probieren, die Pill so einfach wie möglich können zu erklären. Erfahrungsgemäß ist das aber nicht etwas, was auf größere Schwierigkeiten steht. Ich meine, die meisten Leute, die verstehen das ohne größere Schwierigkeiten. Da könnte noch der Wolle effektiv mit dem Datenschutz und mit dem rechtlichen Wolle, was, wenn ich derwin Teletravers machen, wie oft derwin das machen, und worüber muss ich aufpassen, da kommen wir nur noch kurz drauf zu schwätzen. Weil das effektiv eine relativ wichtige Rolle dort ordentlich zu handhaben. Statistik von buffer.com zu den größten Schwierigkeiten von Seite von der Mann. Ich finde Ihnen heute Slide eigentlich schon nicht mehr dran gesagt, für euch zu weisen, dass Motivation von Mann habe ich da an den Vacation Time, den drin steht, natürlich nicht machen. Dass die recht auf Platz 6 und auf Platz 7 kommen. Das heißt, das größte Problem ist nicht, Mannabstadt, die daheim sind, dann nicht schaffen, aber das Problem von Mannabstadt ist echt, dass sie sich, und das ist den Echten, dass sie da noch mehr Schwierigkeiten haben, von der Arbeit aufzuschalten. Weil sie an dem nämlich den Kader quasi in der Weh sind, wo sie schaffen und auch da noch natürlich wohnen. Dass das Lastlose von der Arbeit mehr einfach, mehr schwer. Das ist ein Problem, ganz klar. Mehr in diesem Fall, und ich das Leute wirklich schon nicht mehr dran gesagt, für euch zu weisen, dass das Problem von der Produktivität oder das, was ich dann nicht sollen schaffen, wirklich echt dann nervensächlich ist bei der ganzen Thema. Obwohl. Da ging ich nochmal einfach kurz. Zu dem, was ich nur gesagt habe, ich die Möglichkeit gehen, für eventuell paar Fragen zu stellen, wenn du Fragen das so hat. Jetzt sind wir auch schon am Chat, ich weiß nicht, ich muss noch nicht gucken. Ich fange, wo ich den Chat hier kriege. Sollt ihr Fragen haben, könnt ihr die gerne entweder an den Chat schreiben. Oder ihr könnt eure Mikro unmuten und dann die vorstellen, die da ein bisschen low vielleicht schon gibt. Wenn ihr keinen frohen Hut, ging ich davon. Ja, ich habe einen froh.
Patron müsste Sie noch steht Material kaufen oder wie organisieren Sie das am besten in dem Fall? Das so vielleicht ein Search für viele Leute, dass alles müssen zwingend kaufen für Material. Das ist effektiv ein interessant Froh, weil dir muss Material zur Verfügung stellen, für das möglich ist. Das einfachst als natürlich mit Laptop zu schaffen. Ich meine, das ist das einfachst, weil in do von überall kann so zurückgreifen. Ich komme nur noch kurz drauf zu schwätzen, wann da den Leute so, sie sollen ihren eigenen Computer benutzen, wo ich meine, wann die Jeans gibt, für was nicht. Also einfach die Schwierigkeit, dass dir nicht mehr Tantri war gut wert alles und Programmer, ob die Leute ihren eigenen Computer installiert das. Und das könnte eventuell zu Sicherheitsproblemen führen. Mehr effektiv, das einfach das, die hat den Laptop und die könnt den Laptop mal heimholen und dann noch von daheim schaffen. Das ist Lomo am Anfang a priori ist der ungewinnt. Weil ganz viele Unternehmen haben noch nicht unbedingt viel Laptop und ich schaffe ganz viel mit festen Computern. Los, dir gesagt sehen, das Thema Teletravail ist nicht etwas, wovon wir mal ein bisschen schwätzen, weil Corona ist das Thema, also etwas, was in Zukunft immer mehr wird kommen. An insgesamt Mobilität, Möglichkeit für mit seinem Computer, so ein Gemüse oder mit oder seinem Arbeit an sich ähnlich zu machen, auch wenn ich dann zwischen muss hinfahren, dass ich noch umschauen hier kann, die nämlich die Informationen an der Nähe fanden, wen sie daheim oder am Büro hat, geht immer mehr wichtig. Auch weil das eben immer mehr wichtig geht, geht auch der Switch, so ein Gemüse oder der Wechsel von dem festen Computer auf den Laptop, als auch dementsprechend extremen Make-Cash-Stück. Ich weiß nicht, ob ich da mal das Foto beantwortet habe. Vielleicht geht es nach einer Frage. Da ging ich 4 vorhin. Mit dem Volley, oh, meine Teile klappt. Leadership, das ist quasi Ihr Point de Vue von der Sache oder wie soll dir selber und Thema Teletravail rüberholen? Ganz wichtig, also an klare Ziele und Erwartungen festzulegen. Für das den Teletravail gut funktioniert, schon kurz von der Moos-Paket quasi von den Resultaten geschwärzt. Das ist extrem wichtig, dass der Resultat guckt. Dass das Resultat most und nicht den Weg kontrolliert. Denn wie bist du hin, was am Teletravail egal. Den das ist eigentlich auch egal, wann die Leute bei euch sitzen. Eigentlich muss er gucken, dass das Resultat noch stimmt und nicht, wie sie unbedingt dahin gekommen sind. Aber das ist wirklich ein Punkt, den extrem wichtig ist. Es geht nämlich beim Teletravail, das funktioniert nämlich nicht. Wenn der sagt, ah, ich hätte gern, dass der 8 Stunden alle 2 Minuten auf einen Tast klickt am Computer, weil dann haben wir nämlich alle positiven Volleyrem verloren. Das ist dann die Kontrolle, die da hier auf dem zweiten Punkt gesehen. Weil wenn der kontrolliert, geht der Stress nämlich immer hoch und dann geht Produktivität hoch. Dann haben wir vom Telefon sich eigentlich nicht mehr. Und dafür ist es wirklich wichtig, dass da die Leute eine Responsabilität gibt. Also, der Totent aus dem, was ich erwarte, und nur den Dach oder nur den 2D-Teletravail will ich gesehen. Was während der Zeit geschieht, muss ich egal sein. Lo, den am Teletravail ist, zwischendurch 2 Stunden mit Kachel und dann auch nach 3 Stunden mit der Kanne auf der Wiese spielt. Und dafür bis 10 Uhr oben oder 11 Uhr oben braucht, für die Resultate zu bringen, die gefragt sind, das kann nicht egal sein, solange wie den Tag drauf, das Resultat, was dir ich erwartet, auch du hast. Dafür eben extrem wichtig, nicht überkontrollieren. Das aber extrem wichtig, und das ist eigentlich ein Punkt, der ganz klar an dich geht, du musst Prioritäten festlegen und kommunizieren.
für das das funktioniert, könnt ihr nicht einfach mal anrufen und sagen, ah, ich brauche nur sehr für 10 Minuten, ich weiß nicht, irgendein Dokument. Wenn das etwas ist, was ihr oft regelmäßig müsst machen, dann ist das nicht sinnvoll, für das von einem am Teletravail machen zu lassen. Für euch vielleicht wichtig, ja gut, ich so zu organisieren, dass da eure Mitarbeiter ein bisschen mehr langfristig Ziele könnt gehen. Und langfristig kann ja auch schon mal eine Woche sein, das muss ja nicht unbedingt direkt bei Jipfrengem an den Main gehen. Aber dafür geht es dann eben möglich, dann auch mehr strukturiert von Seite von eurer Mitarbeiter zu schaffen. Dann als ein anderen wichtige Wolle, das ist die Sache von den Erwartungen. Wenn ich von daheim aus schaffe, dann ist es ein bisschen mehr autonom. Dann möchte ich den mehr selber, ohne so oft nachzufragen. Und dafür ist es extrem wichtig, dass dir die Erwartung und das Resultat klar definiert. Ein Beispiel ist zum Beispiel, also mehr wichtig, dass die Qualität extrem hoch ist, oder ist es wichtig, dass ein Timing angehalten wird. Ich weiß, das tut mir so ein Beispiel, das kennt, das sind 100 Beispiele, also 100 Mal irgendwie ein bisschen anders. Das muss dir aber trotzdem bei einer klaren Task, die dir einen gibt, klar definieren. Wenn dir nämlich lo wisst, dass du muss ich unbedingt bis freudig tun, dann sagt, dass das unbedingt muss bis freudig sein, aber wenn es eben nicht möglich ist, bis freudig perfekt Qualität zu liefern, dann ist es vielleicht besser, die Qualität als ein bisschen minder gut an die Hunde dafür bis freudig. Das ist ein Punkt, den extrem wichtig ist. Oder wenn du sagst, okay, nicht Qualität, das aber, ja, dann tut es vielleicht richtig mähnlich. Aber du musst dir, dadurch, dass meine Kommunikation im Moment besteht zwischen ich und eurem Mitarbeiter, muss dir die Erwartung, muss dir mehr klar definieren, wie wenn eurem Mitarbeiter bei euch am Büro sitzt. Das heißt, klare Ziele und Erwartungen, das Resultat kontrollieren und nicht das W, nicht überkontrollieren und klar definieren, was er gerne hat und wie er gerne hat. Ich meine, das ist nicht der wichtigste Slide überhaupt auf dem ganzen, an der ganzen Präsentation. Teletravail funktioniert just, wenn dir eure Mitarbeiter vertraut. Und ihr müsst auch vier Schuss auf Vertrauen geben. Dir muss man Vertrauen aufhängen und dann muss da quasi gucken, was von eurem Mitarbeiter zurückkriegen könnt. Ihr könnt eurem Mitarbeiter, weil am Durchschnitt sind motiviert und organisiert Leute von daheim mehr produktiv und schaffen mehr lange Zeiten, wie wenn sie auf der Arbeit sind. Bei meiner organisierten Leuten, die muss da vielleicht ein bisschen mehr unterstützen. Gucken, mehr konkret Resultate fordern, vielleicht mehr kurzfristig Resultate, ich meine nicht an 10 Minuten, mehr an einem Tag oder an 2 Tagen, für ihnen quasi zu helfen, sich zu strukturieren. Aber trotzdem wichtig, bleibt bei der Vertrauenshaltung also, ich traue dem, dass das funktioniert. Ganz ehrlich, das Schlimmste, was kann geschehen, ist, dass da nur 2 Wochen merkt, okay, lo werden die dort 5, 6 Tage am Teletravail und da hat aber nicht ganz viel geschafft. Ich meine, Jipferin von uns hat schon mal 5, 6 Tage, wo auch auf der Arbeit ein bisschen Männer gemacht hat. Und ich meine, die wissen alle gut, dass auch er Mann habe ich dann nicht all Tag zu 100% produktiv sind. Der Verlust, den er könnt, Hund, den ist nicht enorm groß. Es lohnt sich, er Mann habe ich dann das Vertrauen zu schenken und zu probieren, auf den Weg zu gehen. Dann ist es doch wichtig, dass da mit deinem Mann habe ich dir über seine Erwartungen geschwätzt. Für was will deinem Mann habe ich da überhaupt an den Teletravail gehen? Das ist wichtig für zu verstehen von ihrer Seite, für herauszufinden, ob das mit ihren Erwartungen kann am Anklang sein. Ich meine, wenn dir komplett etwas anderes ich erwartet wie eurem Mann habe ich da kann das nicht funktionieren. Wenn eurem Mann habe ich da zum Beispiel sieht, ich will unbedingt heim, für mich besser können zu organisieren, weil mein Kanner sind an der Mittelstunde heim. Ich will gerne zwischen 12 und 2 Männer machen. Dafür kann ich aber auch nur 10 ohne Schwierigkeiten nach 1, 2 Stunden schaffen.
Wenn das die Erwartung von eurem Mitarbeiter ist, wenn ihr so am wichtigsten ist mir, dass ein zwischen zwei, wenn ein den Telefon abhebt, das funktioniert das nicht. Und ich meine, das ist relativ klar. Dafür ist es wichtig, eben an die Diskussion heranzugehen. Ihr seht, okay, komm, bleiben wir mal daheim und dann gucken wir. Wir können eben den Vertrauensbruch einfach so umzugehen. Weil wenn ihr wisst, für was eurem Mitarbeiter will daheim bleiben, dann ist es viel mehr einfach für ihn, das Vertrauen können zu schenken. Organisation. Was ist überhaupt möglich, am Homeoffice zu machen? Kamian Schofer hat mal für drin erwähnt, das ist am Moment noch relativ schwierig. Mir war das da möglich. Administrativaufgaben, ganz, ganz klar. Dann kann man sich froh für drin, muss ich natürlich dann einen Computer daheim holen. Aber wenn ihn gut angerichtet ist, da kann ihn alles, was mit Kontabilität zum Beispiel zu tun hat, mit Encodieren von Informationen, mit Verbessern von Informationen oder Verbessern von Tabellen, kann ihn von daheim aus machen. Alles, was mit Planung zu tun hat, ich meine, wenn ihn technisch Zeichner zum Beispiel hat, oder wenn muss eine Berechnung gemacht werden für ein Projekt, hier zu gucken, wie gehen wir das dort um, wie soll man das organisieren, wie lesen wir die eine Problematik. Das sind Sachen, die eigentlich von einer Person ausgehen oder die wir schreiben, die oft eine Reflexion von einer Person brauchen. Das kann auf jeden Fall auch von daheim aus gemacht werden. An allgemein Aufgaben, die um Computer oder Telefon können gemacht werden oder sollen oder müssen gemacht werden, Tratieren von Donnern, Beantworten von Urif zum Beispiel. Wenn der Klient regelmäßig bei euch anrufen, dann hat es dann ohne Schwierigkeiten, ohne weiteres kann von daheim aus machen. Das kann dann ohne Problem auch von daheim, wenn ihr eine Weiterleitung möchte, kann jemand dann nämlich der Telefonsnummer, der Telefon abheben, Bestellungen unholen. Und dann da noch zum Beispiel in der Wii schreiben, den dann von daheim weiterschicken, den dann noch von einem kontrolliert wird, dann nach drauf und der Klient auch immer rausgeht. Alles das als möglich. Und insgesamt, alle die Aufgaben, die Ruhe und Konzentration brauchen, auch von einer Person können gemacht werden und ausgehen. Gute Beispiele als alles, was mit Marketing zu tun hat, mit Strategie zu tun hat, die wollen die von einer Person eben gemacht gehen, wo ihr wirklich am besten sich ein bisschen zur Ruhe könnt, also seht, okay, ich habe nur 2 Stunden Zeit und ich kümmere mich um das Thema. Und dafür könnt ihr ganz, ganz klar meinen Tipp und ich, etwas, ja, ein Beispiel, wo wirklich gut funktioniert hat, auf verschiedene Fälle, bleibt als Patron einen Tag an der Woche daheim. Mach dir selber einen Tag Teletraum. Das tut nämlich ein paar ganz große Vorteile. Der erste Vorteil ist, dass er Mitarbeiter dadurch deutlich mehr autonom geht. Also die Mitarbeiter, die noch an der Firma sind, die sehen, dass die nicht da sind und die kommen mit den normalen Alltagsfragen dann nicht mehr bei euch. Und den Telefon da zu holen, für euch daheim anzurufen, die hört als mehr groß, wie mal sehr einfach kurz bei euch an der Büro zu gucken. Wenn ihr einen Tag an der Woche daheim bleibt, wird die Autonomie von eurer Equipe deutlich mehr groß. Und das kann euch nicht mehr so gut kommen. Und der zweite Punkt ist, wenn ihr daheim seid, an eurer Ruhe habt, dann kommt ihr auf eure langfristigen Projekte. Beispiel Strategie und Marketing, aber auch neue groß oder neue langfristige Sachen, die ihr wollt umsetzen, kommt ihr deutlich besser hier rum, wenn ihr das daheim macht, wo dann nicht gesteuert geht. Wie wenn der Ritter links die ganze Zeit nach einem Anruf dazwischen tut, wo der dann muss oder meint, zu müssen drauf sein. So viel, ganz, ganz klare Rekommendationen nicht. Wenn es nicht mehr irgendwie möglich ist, bleibt ein Tag an der Woche daheim und dann guckt da, dass der Mitarbeiter natürlich doch unterstützt, sich so zu organisieren, dass sie ohne ich ins gehen, aber das kann Heinz Dorfmann bewegen. Wichtig von der Leute am Teletravail ist Kommunikation. Die geht umso mehr wichtig,
dodurch ja, dass eben effektiv nicht alle guten Leute sur place sind, wie wir vor Ihnen mehr oder weniger am nämlichen Büro sitzt oder am nämlichen Gebäude, wo die Kommunikation viel mehr einfach ist. Dafür ist wichtig, dass er regelmäßig kurz sogenannten Touchpoints, Touchpoints, das Wort steht eigentlich für kurz Berührungspunkte, wo Jibferen quasi rum, ob in gemeinsamen Nenner durchgeht. Zum Beispiel stell dich vor, man habe ich da den sich im Wand kümmert, den das Mädchen dann wünscht, das schafft er von daheim, und hier guckt da die Klienten noch zu laufen, dann könnte man vor sich rum. Aber da wissen die anderen nicht unbedingt, wie ein Klient hin dann lo vielleicht Mengen zu kriegen oder wie das dann lo demnächst aussieht. Und außerdem wissen sie nicht, was dir mit diesen Dünnstößen an der Firma gespannt wird. Dafür ist es wichtig, an dem Fall zum Beispiel mit was Meist zu sagen, wir setzen das kurz zusammen, eine Viertelstunde oder 20 Minuten, wo den oder die dem waren, ganz kurz sagen, was von ihrer Seite aus die wichtig Neuigkeiten sind, nicht was sie gemacht haben. Weil, wie gesagt, bekomme ich schon gesagt, W ist nicht wichtig, das Resultat ist wichtig. Kurz so, was sind die wichtigen Neuigkeiten, dann bringt dir sie kurz auf den Stand von den wichtigen Neuigkeiten an der Firma und dann kann es weitergehen. Nicht mehr wie eine Viertelstunde, vielleicht 20 Minuten. Die Wichtigkeiten, die anderen Sachen, die gehen dann noch bei der Kaffeemaschine gespart. Wie das klassisch bis immer der Fall war, und das ist auch gut keine Schwierigkeit. Der zweite Punkt, den ist eigentlich am wichtigsten während der Corona-Zeit, wo der vielleicht den einen oder anderen Mann habe ich da wirklich permanent am Teletravail gut. Holt euch Zeit, eh Montwoch, denen Leute wirklich die ganze Zeit nicht da sind, während Corona, einfach unzurufen, eine halbe Stunde wirklich mit dem zu schwätzen. Wenn in die ganzen Zeiten am Teletravail ist, da kann das einem schon ein bisschen auf die Gemüt gehen. Und du hast die Schwierigkeiten, du hast die Sachen, die einem nicht unbedingt so gehen. Und du hast es wichtig, dass er sich kann austauschen und dass er kann sein Bedenken teilen. Das heißt, wenn dir Leute hat, die dir am Teletravail sitzen hat, permanent, hol dich mindestens einmal die Woche Zeit für mit Bild, so wie wir hier heimat nicht schwätzen, ob die Person anzugehen oder die Personen anzugehen, ein zu ein, für das sie hier bedenken können nennen. Dann ist wichtig, dass das Kommunikationskanal definiert, dass klar ist, wie eine Information in wo kann fangen und wie ein und wie kann kommen. Das ist mehr einfach, wenn da alle gut nach Büro sind, für zu sagen, ah, hi, ich gehe mal da ran. Ich rufe einen kurz an das Büro und so, und ab nächster Woche machen wir das auch nicht. Na, lo, den einen, der vielleicht am Teletravail ist, den anderen vielleicht, den der nicht da war. Da geht der Teil von den Informationen mehr kompliziert und das ist mehr wichtig, dass da ich da gut organisiert, dass er klar sagt, wo welche Informationen zu finden sind. Ob die verschiedenen Tools, wo in die Informationen kennt, kommen wir da noch zu schreiben. Und das ist wichtig, dass er definiert, wie ein und wie kann kommen an, wie nie. Beispiel, es gibt Möglichkeit, einen Mund zu rufen, es gibt Möglichkeit, eine E-Mail zu schicken und es gibt Möglichkeit, einen SMS zu schicken. Mal einfach mal die drei Punkte holen, die haben unterschiedlich Wichtigkeitsfaktoren, wenn ich das kann so nennen. Ich meine, wenn der einem anruft, den am Teletravail ist, muss er sich bewusst sein, dass er dem durch den Teletravail will, eine gewisse Flexibilität kriegen, dass er die Flexibilität durch den Anruf erholt. Wie gesagt, den ist vielleicht gerade im Gang mit seiner Kanada Wiss zu spielen, weil er sich gedurcht hat, ich schaffe die Stunde bis Mitternacht durch. An dem Moment ruft ihr den an, den dann daraus natürlich rausgrabieren, ich vielleicht auch gar nicht so kann antworten, wie das soll sein. Wenn dir Zeiten hat, wo du das sagst, da hätte ich gern, dass du unbedingt erreichbar bist, dann definiert das. Da sagst du kannst mit den Kanal auf der Wiss spielen, aber nicht von 2 bis 4. Von 2 bis 4 ist die Zeit, wo ich gerne will, gegebenenfalls anrufen.
und dann muss die Plage auch respektieren. Wichtig ist einfach, die Plagen so weit wie nicht mehr möglich ist zu reduzieren. Nicht mehr möglich, aber wenn da zum Beispiel ein Rezeptionist oder eine Rezeptionistin daheim los, also du kümmerst dich von daheim und um den Telefon, da kann natürlich nicht sein, dass da, ob er im Internet sieht, stehen hat, also ein Telefon ist erreichbar von 8 bis 12 und b-mal um 11 Uhr geht Kimi auf den Telefon. Wenn da aber auf der anderen Seite lo, so mal er Kontabel oder er Marketing-Spezialistin oder Spezialist daheim sitzen, mal ob den die Post lo morgens um 6 oder mittags um 12 gemacht wird und programmiert wird, dass er nach Drobomardauer rausgeht, das ist egal. Du musst dann nicht unbedingt dann um die kommen, den Moment. Beispiel, was gut funktioniert, ist Telefon limitieren auf ein absolutes Minimum, ein SMS oder ein Chat, so innerhalb von 2-3 Stunden hätte ich gerne eine Antwort, an eine E-Mail, am Normalfall 8 bis 24 Stunden zeitlos sind, weil den E-Mail sollte eigentlich Schluss genutzt werden für die Sache, wo Reflexion dabei gebraucht wird, dass ich dann auch kann, sinnvoll an Zeit darüber antworten. Ein kleiner Punkt nebenbei, Video ist eigentlich immer besser, wie just nehmen per Text, wenn da wollt Emotionen mitkriegen. Das heißt, wenn da lo wird man denken, ich werde ein Thema schwätzen, wo nicht nehmen darum geht, eine Information zu kriegen, dann holt auch immer das Video mit bei. Weil da kriegt er nämlich mehr, man hat zwar noch, wie wenn er real vis-à-vis von einer Person sitzt, und aber kriegt er besser die Reaktion von dem vis-à-vis mit, das heißt Diskussionen zu verschiedenen Themen, mit denen am besten per Video. An Informationen können da ruhig per Text. Ein kurzes Slide ist noch zum optimalen Auflauf von einem Online-Meeting. Wenn da effektiv Meetings organisiert, wo verschiedene Leute dann eben nicht bei euch an der Firma sind, mir vielleicht von daheim aus beikommen, ein paar Basisregeln, für das gut funktioniert. Erstens, definiert klar, wer da will, an dem Meeting erreichen. Das ist auch richtig für eine Reunion, die da sonst bei ihr macht. Eine Reunion, die da einfach nicht mehr macht, ohne klare Ziel oder just nicht mehr für eine Information rüberzubringen, du könnt ihr auch eine E-Mail schicken. Macht just nicht mehr mit, klare Ziel aus, wo ein klaren Austausch nötig ist. Fängt pünktlich an, halt auch pünktlich ab. Das ist wichtig für das Ermordabend, dass ich könne weiterhin selber organisieren. Dass er nicht quasi die Fremdbestimmung sozusagen rackert und dass sie dann ihren Stress an dem Sinne rumkriegen. Jemand, der nicht schwätzt, soll sein Mikro ausmachen. Vor allem bei so Telekonferenzen, als ganz oft bei den Mengen oder bei den Männern, irgendwelche Medien im Hintergrund, Mikro auf Stumm, so wie das hier bei uns ist. Und macht dann noch ein Rapport mit den Entscheidungen, die geholt sind. Mit den Entscheidungen, die geholt sind, schreibt er doch nicht entweder in den Chat oder so von ihrem Programm, den er nutzt. Wir machen da zum Beispiel eine strukturierte Mail, wo er dran schreibt, dato und dato ist dezidiert. Für, dass es klar ist für den Verein, was dabei rauskommt, ist vielleicht die verschiedenen Diskussionen, die sich B-Mol irgendwie verlaufen, dass so ein Resümee schriftlich dann noch extrem. Auf dieser Platz nach ein paar Jahren Möglichkeit gehen, für ein paar Fragen zu stellen. Kommen wir auf Datenschutz, Material, der rechtliche Wolle und die verschiedenen Tools zu schwätzen. Das heißt, wenn der Loh nach etwas von dem, was ich eben Loh geschwätzt habe, wenn er da ein Froh dazu hat, ging ich Loh eher Frohen holen. Mit dadurch, dafür entweder schreibt er dann den Chat. Oder macht einfach eher ein Mikro ab und dann zählt er. Ich gehe mal einfach davon aus, dass ich so gut erklärt habe, dass es da wenigstens keine Frage mehr gibt. Wir haben aber zum Schluss noch ein bisschen Zeit, wo wir dann auch noch können, ob eventuell Fragen
Akku. Material war pro vom Kamen für drin. Ja, effektiv. Dir musst Ermann habe ich da. Dir musst Ermann habe ich da Material zur Verfügung stellen. PC, Telefon, Programmer, das, was eben gebraucht wird, für das sie können produktiv von daheim aus schaffen. Der Punkt IT-Sicherheit muss ich nicht unbedingt ein Experte dran sehen. Wenn da kein Experte dran sieht, hol dich an dem Bereich Hilfe, weil das extrem wichtig ist, dass er ein System sicher bleibt, weil Hackerattacken gehen immer mehr problematisch. Dann das Thema Datenschutz. Das ist ein großes Thema, mein GDPR, RGPD, DSGVO, wie ihr das nennen. Datenschutz ist ein Thema, ist aber auch ein Thema sowieso bei euch. Geht aber noch ein bisschen wichtig, wenn ihr eventuell persönlich Donien mit ihm hält, wo dir ein bisschen mehr Kontrolle darüber gut, was genau geschieht. Das ist ein Thema, mehr, ja, du musst dich nicht unbedingt von der Aufhalle lassen, für Telearbeit zu machen. Du musst just bedenken, dass da drüber angeht. Beim rechtlichen Volumen als ein Teil ganz wichtig, dass das Loh während Corona als das abgehoben, mit am Normalfall, wo Frontalien just eine limitierte Anzahl von dich zur Verfügung, wo sie dürfen daheim bleiben. Wenn sie, sie dürfen nicht mehr daheim bleiben, aber wenn sie über die Dich rausgehen, dann müssen sie im Land Steuern bezahlen von der Arbeit. Da wird es ganz ein bisschen mehr kompliziert. Die muss doch ein Avenant an den Arbeitskontrakt machen und eben auf GDPR, den Datenschutz aufpassen. Ich kann euch rekommandieren, melde ich hier bei der Chambre des Métiers. Die haben für euch zu helfen, für ob das Thema juristische Wolle ich antworten zu gehen, wann er da Fragen hat. Kommen wir zu den Tools. Erste Kategorie, also einfach mal Kommunikation. Und da gibt es verschiedene Bereiche. Beim Links das Video an Text und sogar ein bisschen mehr, das ist eigentlich Organisation aus sich. Da geht es just Video und just Text. Ich fange in der Reaktion beim Just Text. Just Text, ich meine, den ganz klassischen Vertreter von dieser Kategorie, also einfach eine E-Mail schicken, das weiterschicken von Text. Boah, da geht es Telegram, da geht es Viber, da geht es was auch immer, WhatsApp, kennt ihr alle guten. Das hat eh ganz große Vorteil, dass einfach, dass auch für technisch nicht ohne Schwierigkeiten möglich darüber matt zu machen, aber für einfach Kommunikation, das ist optimal. Das aber einfach an das just Entdehlen von Informationen und dafür nicht unbedingt für alle Situationen sinnvoll. Wenn ihr über Video mit mir schwätzt, du hast zum Beispiel Zoom, Webex, an dem wir hier NRW sind, GoToMeeting, ClickMeeting, da gibt es extrem viel. Das ist ganz praktisch für mit externen Leuten Diskussionen zu holen. Oder eben mit Leuten, die am Teletravail sitzen, für mit denen zu summen, Konferenzen zu machen. Die sind relativ einfach, relativ gut teilbar mit externen Leuten und ihr könnt gut Diskussionen da hinkriegen. Eine Folie von Video und Text, die da dran abgezählt sind, zum Beispiel Microsoft Teams, Google Hangouts oder Slack, für just nur ein paar Beispiele zu nennen, die gehen einen Schritt nicht weit. Das heißt, denen hier Ziel ist, für auf einer Platz sämtliche Kommunikation zusammenzubringen. Da kann ihn sowohl sich gegenseitig schreiben, Donnen oder Dokumente sich hin und her schicken, wie aber auch modernen über Video kommunizieren. Das kann ich ein Hilfe sehen, wenn er sagt, wir wollen in Zukunft mehr digital und mehr auch mobil sein und auch vielleicht vom Chantier oder von daheim aus können schaffen und Informationen kreieren, da sind die Programme unumgänglich für euch, für das so zu nennen. Also eben von irgendeiner Plattform für euch sinnvoll können auszutauschen.
Den negative Volley ist aber ganz klar, dass es nicht von heute auf morgen umgestaltet ist. Die Organisation dahinter zu kriegen, das braucht Zeit. Und das ist natürlich etwas, wo man muss gucken, wie ihr euch organisiert. Natürlich, wann ihr das machen wollt, das ist sicher sinnvoll. Das ist sicher positiv für die Resultate, die ihr da kriegt. Aber die muss sich bewusst sein, dass es nicht einfach mit einem Install Enter fertig ist. Die muss ich mit ihren Leuten und mit ihrer Arbeitsweise auseinandersetzen. Bei den Programmen setzt ich mit der Condition General von den verschiedenen Programmen auseinander. Die sind meistens gar nicht so lang, wie man immer meint. Es gibt immer gemeint, die wären hunderten und hunderte Seiten lang. Die braucht normalerweise ein gut Viertelstunde für die zu lesen, da das war, holt ich die. Jeder Firma, ob ein neues Programm umstellt, holt ich die Zeit, für das, dass ich da nicht an, an Brennnessel sitzen geht, an dem sie irgendetwas verpasst hat, weil er aber nicht so nicht, nicht geduscht hat. Im Normalfall steht da nicht dran, was das größere Problem sollte man springen. Mir ist aber wichtig, dass er wisst. Da gibt es noch verschiedene Tools für die Organisation und sich. Den E-Volley Achse auf gemeinsame Dokumente. Es ist wichtig, wenn ihn, dass ihn auch von daheim aus kann Achse auf die Dokumente holen, die ihr braucht, für können zu schaffen. Google Drive, SharePoint von Microsoft oder Dropbox sind do, so Cloud-Solutionen, der Tisch, die einfach an, über Internet quasi zugänglich sind. Genau. Die klassische Möglichkeit, eher Server, wo eher Dokumente drauf gespeichert sind, quasi da draußen abzumachen. Da ist es wichtig, wenn man nicht Expert sieht an der IT, passt auf die Sicherheit ab, wenn ihr es selber macht. Wenn ihr ein SharePoint habt, den angeregt ist, wo es externe Passwörter gibt, die müssen geknackt gehen, dann ist die Sicherheit an dem Sinn a priori mal gehen. Wenn ihr aber einen File-Server habt, wo ihr euch selber darum kümmert, also, oh ja, irgendwie gehen wir da schon eins, dann ist das Risiko, dass, de, dass es da Probleme gibt oder dass die Sache, dass die Solution da noch nicht so sicher ist, eins da mehr groß oder oft mehr groß, wie wenn da ob Kollege oder nicht Kollege Google oder andere Trick gibt. Ich so ein Dummer dann nicht geht unbedingt bei Google, ich so nicht mal das unbedingt bei einem File-Server, ich so just passt ob da die Sicherheit ob an den Notenthemen. Und dann geht es auch für den Planning aus sich. Gibt es Möglichkeiten, ich meine, Planning geht ganz oft an Betriebe auf einer Mauer gemacht, wo gesagt wird, okay, hau das die Do-Equipe da, die Do-Equipe ist da. Da passt da Bilder dabei und da passt da auch noch eventuell den Link oder den anderen Trupp. Da gibt es auch Digital-Tools, die können ganz praktisch sein, just Trello, Monday und so weiter aufzuzählen, wo ich kann den Volley von eine Aufgabe einer Person zudelen, eine Deadline gehen, verschiedene Equipen organisieren, wo in das kann auch digital im Weg quasi machen. Das wäre von meiner Seite gewischt. Lo dann noch ein paar Block frohen von eurer Seite, wenn der Donner irgendwie etwas hat. Am anderen Fall, Tom hat kein Problem.lu als meine E-Mail-Adresse, wenn ich kann auf frohen antworten. Oder auch bei irgendwelchen Projekten helfen oder beim Umsetzen von der Organisation viel besser an Teletravail zu kommen können, natürlich ist gerne bei mir. Mir für dich mal frohe von Ihrer Seite. Wenn ich hatte noch eine Frage. Für Druck aufgesucht, also die Resultate, die erwartet, sollten definiert gehen. Wie soll am besten viel für die realistische Resultate zu definieren? Wie soll ich am besten vier gehen, für realistische Resultate zu definieren? Das kommt aus dem Alltag. Ich meine, die Hut, Mitarbeiter, die müssen die SEO für verschiedene Arbeiten, für verschiedene Taschen, gehen die bezahlt. Ich meine, die geht ihnen die bezahlt, dafür, dass sie eine Arbeit für ich leisten. Guckt ganz klar, Martinen, ihr das an Teletravail schickt, wie eng von denen Arbeiten
können am Teletravail gemacht gehen, aber wen können das nicht? Schreibt die raus, die können am Teletravail gemacht gehen und definiert für Einzel, die Einzelpunkte und Einzelresultate. Das ist wichtig, dass da für allem an den ersten Tag er mal dann nicht überfordert. Geht hinten ruhig die ersten 2, 3, 4 Tage, wo sie am Teletravail sind, nicht gerade so viel obligatorisch Arbeit. Die können, geht hinten Arbeit, die könnte machen, du noch. Wir zwingen sie nicht zu viel zu machen, weil sonst stehen sie an denen Tag, wo sie sich müssen um die neue Umgebung oder neue Arbeitsumgebung winnen, stehen sie eventuell schon zu viel im Anschluss. Okay, merci. Gibt es sonst noch vielleicht Fragen? Schenk, wir wollen keine Frohe wären. Da geht vielmals merci, Tom. Da geht mal das Webinar einmal zu machen. Ich sage vielmals merci. Wie gesagt, bei Frohe könnt ihr euch gerne bei mir melden. Bis demnächst. Ciao. Okay. Adi, merci.